Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Valheim. Wieder in unseren Restart Mistlands Welt Guide. Ne, nicht Guide, nee, die Story Gameplay. Ich habe mich jetzt ein bisschen umgeschaut. Ich bin hier jetzt entlang. Da ist eine schöne Fläche. Na, da baue ich hin. Dann bin ich zurück und bin dann darüber nach rechts. Ich wusste, dass hier das ist. World Generator. Ich habe mir den CD angeschaut vorher. Da auch eine Fläche ist und hier und hier. Ich habe mich jetzt entschlossen, ich würde gerne hier die Base bauen. Das Problem ist, ich muss jetzt alles darüber tragen. Ja, das ist halt ein bisschen geschissen, aber es ist halt so. Ja, will ich? Mache? Werden wir auch machen. Wir haben hier aber zuerst noch einiges zu tun. Wir haben jetzt hier schon Zinn. Wir können aber, seitdem wir das Zinn jetzt haben, gar nicht so viel tolle neue Sachen machen. Eigentlich gar nichts. Nö. Ich glaube auch, dass ich hier nichts Neues gekriegt habe. Wir werden jetzt aber kurz mal in den Wald reingehen und hacken mit der Picke. Hacken mit der Picke nochmal im Kupfer raus, weil dann schauen wir mal, da ist irgendwie dann auf die Schnelle jetzt. Oh, Essen. Ob man da auf die Schnelle jetzt da irrsinnig viel kupfermäßig was daherkriegen. Weil dann werden wir da natürlich noch was basteln und dann mit einem anderen Gear weiter. Aber lieber wäre es mir jetzt eigentlich, wenn ich gleich weitergehen könnte. Eine neue Base da drauf bauen, aber ich schau mal, dass da ein Wald rumgreift. Ich hatte hier schon Bekanntschaft mit mehr als einem Kupfervorkommen. Wenn ich es jetzt noch wüsste, wo es war. Das ist nur ein Stein. Kupfer. Da sind wir schon. Ja, man muss ja natürlich hier wieder dazu sagen, dass man hier ziemlich lange jetzt wahrscheinlich rumhackt und rumtragt. Wie sehr seid ihr mir abgegangen? Was kam? Tja, das schaust du wegen Wald aus, Grauzwerg. Oh, Stufe 1. So. Ups, gut. Ich hab da hinten auch schon ein Floß stehen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt viel mitnehmen soll. Das ist jetzt noch so anfänglich alles hier, dass ich eigentlich nicht glaube, dass das jetzt ich essentielle Sachen habe. Ich nehme das mit, dass ich schwer farmen kann. Werde ich mitnehmen. Und dann bauen wir dort eine neue Existenz auf. Ein neues Life. Kein Platz mehr da. Boah, klar. Das ist doch schon das zweite, was ich aufhebe. Nö, anscheinend Donut. Wieso gehe ich auch schon wieder in der Nacht farmen? Bautechnisch ist es auf der anderen Seite besser. Es ist hier also Wasserhöhe und ich wollte ja mal einen Burggraben machen. Und ich glaube, dass ich dort tief genug graben könnte, dass das Wasser reinrinnt. Was natürlich saumäßig cool wäre, wenn neben der Base irgendwie so ein Pool wäre, vielleicht zum Fischen. Was jetzt, das glaube ich nicht, das geht. Aber ich kann nämlich unter Wasser irgendwie nicht graben. Eventuell kann ich mich runtersprengen irgendwie. Keine Ahnung, ob das geht. Und ich klopfe mich jetzt mal kurz durch. Guck, guck.
Auf die Bieren. So. Brauche ich das nächste Mal, glaube ich, so ein Ding mit. Aber ich habe hier drauf so eine Schmelzhütte, wäre allgemein gescheiter. Wenn dann eh irgendwas ist, mache ich aber dann auf der anderen Seite drin. Heute werden wir umziehen, die Base neu aufbauen und vergrößern. Unsere kleine Base hier ist lieb und toll und klein, alles rum und dran. Aber halt doch sehr klein. Zu klein. Und das jetzt ein bisschen größer machen alles. Nicht jetzt Welten, zuerst kommt mal so was Kleines, Liebes. Aber größer. Dann kann ich nur noch tragen. Oh. Was hat dein so ein Ding? 60, 10. Ja, 2. Mhm, ja. Ja, bin gleich weg. Jetzt wollte ich nicht mal markieren, das ist neben meinen ganzen Tode. Das ist cool, das Stein wäre hier auch gleich. Ne, normalerweise braucht man das, baut man da so eine Abbau. Ding daneben hin. Eine Hütte, wo man gleich mal schmelzen tut. Alles tun tut. Ja. Das schreit jetzt richtig nach. Zeit zum Gehen. Toll, jetzt kann ich mich wieder mit die prügeln. Da oben ist ein Grüner. Nehmen wir mal den Starken da. Ja, ich hab gewusst, da kommt einer. Der hat kein Knockback. Ich hab dich geblockt! Nope. Nope. Kritisch, könnte sich aber jetzt ausgeben. Ich kann mit Kommen blocken hin, wenn mich die mal in Ruhe lassen da. Nicht zur zweiten Mal angehen. Krieg ich da schon hin. Ich hatte mal den Kreis runter. Oh. 8 ist nicht viel. 8 ist wirklich nicht viel. Aber relativ beschissenen HP-Rack kommt mal gerade. Ha! Hab ich. So, jetzt stopfen wir mal alles da rein. Können noch Kohle mitnehmen, was soll jetzt mal gucken. So, sitzen wir mal. Wäre mal dann interessant, nämlich was brauche ich jetzt alles mit?
Schmiede. Oh ja, mit der Schmiede komme ich so viel weiter. Das ist aber alles so schwer. Dass ich davon jetzt mal ausgehe, dass das eigentlich leider... Fuck. Kohlemeiler, Sörtlingkerne. Hätte ich sogar. Ich würde aber gerne auf der anderen Seite das alles machen, aber da müsste ich da hin und her laufen, das alles holen. Ah, ist das zart. Ist da irgendwas Wichtiges drin? Nö. Ich habe jetzt hier die Sörtlingkerne gar nicht mehr. Scheiße. Muss ich wieder Skeletthöhle machen. Oder? Oder? Ich reiß das ein. Ich würde nämlich jetzt gern mich dann eher weiter bewegen, statt jetzt ewig zu warten. Es beginnt. Den Kohlemeiler machen. Sah das schon gut aus. Kohleklump da rein. Ja, jetzt wird es nämlich gerade ein bisschen brenzlig platztechnisch. Ja, das werden wir so machen. Wir werden das jetzt das Wichtigste nehmen mit. Ich schmeiß das alles raus und dann gehen wir los. Ich habe da keinen Bock, da jetzt ewig zu warten. Das mache ich jetzt wirklich nicht. Das braucht man nicht. Die heben wir auf. Die... Das ist eigentlich jetzt nicht wirklich, für was ich das jetzt brauche. Trophäe würde ich mir schon gerne aufheben vom Lustigen. Das kann ich im anderen Ende drin dann auch. Was bräuchte die Schmiede? Sechs Kupfer. Ja, der Rest ist ja alles da eh nicht wirklich. Na, den kriegen wir hin. Okay, dann tun wir das. Leute, dann warte ich hier noch kurz. Wobei eigentlich ist auch das unnötig. Eigentlich ist so mitnehmen eh gescheiter. Gut, dann. Pfeifern sich das mal alles rein. Die Fackelwerfer weg, die braucht jetzt nur Platz. Sörtlingkern brauchen wir. Brauchen wir auch nicht. Und komm her. Die sind schon schwerst nervend. Gut. Laufen wir jetzt einfach mal los und werden dann, ich habe mich gerade dazu entschlossen, ich werde nicht alles gleich mitnehmen.
Das ist schon hell. Ich werde jetzt einiges hier lassen, werde mich hier mal durchkämpfen, drüben eine kleine Hütte hinbauen und dann den Rest holen. Das cutte ich dann einfach raus, weil das ist ja nur Hin- und Herrennerei. Das wäre jetzt aber schade um die Resources, die ich jetzt dann schon verwende. Lange Rede, kurzer Sinn, wir können hier alles wieder mitnehmen. Auch die Fackel. So. Start mal los, wir laufen da, gehen rechts. Also, Osten. Jetzt wer in einer Himmelsrichtung will. Klugerweise hätte ich natürlich was einwerfen können, was ein bisschen Ausdauer bringt, wenn ich schon vorhabe, da eine Weile rumzurennen. Die Umgebung hier wäre ja auch schön. Ah! Schweinl. Ach, da reißt mich immer. Wäre ja auch total schön, ey. Oh, oh, Bären. Aber es ist halt dann trotzdem. Ein Wasserzugang ist wichtig, vor allem dem Spiel hier. Mit den Serpents und mit dem Floß und Schiffe rumfahren und allen möglichen. Wasserzugang ist für mich essentiell. Und da drüben hat man einen schönen flachen auch noch. Ich zeig's euch gleich. Ich habe eh schon einen Floß dort ja, verwendet vorher. Wenn wir das erste Mal das machen, was wir sonst, was wir noch nicht gemacht haben. Möge die Macht mit mir sein! Das ist ja auch so eine geile Landschaft. Leider kein Wasserzugang. Leider, leider, leider. Voll Leder. Aber das ist gut für so eine Guide- und Testumgebung, wäre das cool. Habe ich noch irgendwas, was für Ausdauer gut ist? Oh, die Himbeer. Das mit diesen kleinen Gewässern hier, das ist auch cool. Hier vor allem, weil hier Fische rumgraben. Das wäre auch cool. Wenn wir das abtragen, könnte man hier auch eine Base machen und dann dahin. Aber das ist, da muss ich verdammt viel abtragen. Aus dem Sinn, laut ist es so seicht hier. Ich habe nämlich Angst, dann, da kann man fast drüber gehen. Ich habe Angst, dass da die Schiffe alle dann stranden. Freistellen, mitnehmen. Vor bin ich da ein Stückchen darüber gegangen. So, hier. Ja, das muss sich da auch ausgehen, eigentlich. Vor allem mit der mehr Ausdauer jetzt. So Pflanzen sind immer ein guter Indikator, dass der Boden höher ist. Kann man nicht auch schön flach dann raufgehen. So. Willkommen. Ganz sind wir noch nicht da, wo ich hin will. Aber wir kommen der Sache schon näher. And here. Danke übrigens für den Hinweis, nur die Sterne-Rehe geben Köpfe? Fragezeichen. Wusste ich gar nicht. Sollte es so sein? Ich werde es beobachten. Sollte es so sein? Danke für den Hinweis. Danke, danke. Liebe Queen, glaube ich, war das. Wisst ihr, hätte ich vorher beim Rumrennen schon die ganzen Steine mitgenommen und jetzt ausgelagert irgendwo, hätte ich sie jetzt schon mehr beieinander. Vorher habe ich dann aufgehört zu mitnehmen, weil ich schwer geworden bin.
Und dann habe ich dann erst wieder alles weggehört und gesagt, nee, sammel es nach ein. Ja, stimmt schon. Aber andererseits, wenn ich das alles mit zurückgenommen hätte, hätte ich es wieder hertragen müssen. Laut World Seed Generator habe ich auch wunderbar da herüben die. Hier rüber auch wunderbar die. Bone Mass gleich nehmen, Elder. Warum treffe ich die das nächste nicht eigentlich nie? Weil. Ich meine, ich weiß warum. Es ist immer so geschissen ausweichen. Aber ich fühle lieber einfach mit dem Knüppel am Kopf. Ja, da ist kein Kopf dabei, ja. Sowas habe ich mir auch gedacht. Hier eine kleine Base aufbauen, so hier. Das wäre doch auch cool, oder? Outpost. Ich bin irgendwie froh, dass wir das Ganze jetzt neu beginnen. Ich habe in der alten Welt schon so viele Portale überall hingestellt. Und absolut kein Ding da. Damals angefangen, Portale nicht auskannt, dann immer einfach stehen lassen. Es ist mittlerweile relativ gut, dass man anfängt, dass das Ganze mal sauber ist wieder. Vor allem, ich mag ja so Altlast eh nicht. Es ist wie beim Windows upgraded. Von 8 auf 10, von 10 auf 11 und so weiter und so fort. Irgendwo bleibt halt dann immer was über, deswegen empfehle ich da auch immer, macht ein Upgrade und dann am besten gleich ein Werksreset, ein Clean Install. Seitdem das ein Werksreset kann, hat es mit der Lizenz ja keine Probleme. Werksreset, alles neu, Altlasten weg, dass das Ganze mal dann wirklich schön wieder glatt durchstartet. Mache ich bei Handys auch immer. Das ist mal lieber. Als alte Sachen übernehmen. Alte Sachen übernehmen ist schön, aber ist halt dann immer so, man hat halt manchmal Sachen, die man nicht braucht. Gut, ich schweife ab. Da vorne ist schon unser... Los? Da habe ich mir gedacht, sowas wäre auch mal cool, so in die Schräge reinbauen, weil das so hoch rauf geht. Dazu muss ich sagen, wir sind ja nicht weit weg. Ist ja nicht, die muss ich noch treffen. Haha, versenkt. Willkommen im Ocean-Biom. Ich hab's ja. Wind. Cool. Cool. Selten, dass wenn ich. Ich hab's gerade aufgemacht, das sehe ich, weil ich immer, praktisch immer, wenn ich fahre, in die Richtung, wo ich fahren will, der Wind Arsch ist. Sowas. Dass ich das mal erleben darf. Kugelfischi. Komm, Kugelfischi, Fischi. Komm, Kugelfischi, Fischi. Ja, ich pflück dich aus dem Wasser. Ich kann aber nicht mehr mit dem machen gerade. Weit ist hier nicht, das seht ihr. Wir sind hier, unsere neue Base. Oh, mag ich ziehen, irgendwo auch da. Angriff! Erlegt.
Das ist es. Jetzt ist unsere neue Umgebung. Hier werden wir es machen. Wir beginnen hier vorne und dann mittig da hinten. Da werden wir dann eine fette Basement bauen. Mit Burggraben und allem, was das Herz begehrt. Ja. Kann ich jetzt rein? Hallo? Das ist, machen wir anders. Und dann nicht irgendwo. 10 Holz. Holen wir sich die Holz? Und jetzt am Anfang bauen wir mal sowieso hier vorne da. Das werden wir da gleich herbauen. Das hat einfach nur jetzt eigentlich ausschließlich den Sinn, dass wir halt Wasserzugang schöner haben. Es muss, glaube ich, doch wieder die Ding gehen. 3, 4, 5, 8, 10, 9, 9, 10, oder? Hä? Achso, ich sehe da. So, passt. Und dann können wir theoretisch die Hütte da hinten nehmen und abreißen mit einem einfachen Ding. Das ist ja immer gegangen, die Hütte von den anderen abreißen, indem man einfach das Werkzeug daneben hinstellt. Wird ja noch gehen, vermute ich jetzt mal. Jupp. Ich wohne schon hier. Schnell ist gegangen. Das hier abbauen. So, wo stellen wir es jetzt hin, die Hütte? Machen wir es mal daher. Mal ein Essen rein. Ausdauer, nochmal Ausdauer. Ja, na. Ja, dann bleiben wir hier. Weil da am Randteil rennen wir diese anderen Viecher so ein bisschen rum. Reißen wir einfach die weg und machen wir es daher. Das schaut mal gut aus, oder? Ja, das hört sich super an, finde ich auch. Habt ihr mal alle einer Meinung? Sehr gut. Theoretisch, wenn ich das kill, dann müsste ja eigentlich dann irgendwas zusammenfallen auch, oder? Gut. Böden. Machen wir die daher gleich, wenn wir schon dabei sind. Wir nehmen es von der Rotation her so. Ach so. Hier. 2, 3, 4, 5. Ich würde schon gerne nämlich meinen Boden hier sehen. 5 ist schon mal gut, oder? Ja, ja, ja. Ebenen. Ja, das Ebenen, das hat mir schon öfter mal geholfen. Das ist schon cool. Vor allem, weil es ist wirklich ein bisschen nach oben zart, das Ganze. Es ebnet ja auf die Höhe hin, wo man eigentlich dann steht gerade selbst. Das heißt, wenn ich jetzt hier stehe, sollte das eigentlich dann gehen. Ja, das ist schon gut, dass so viel werde ich da jetzt sowieso nicht hinbauen. Glaube ich jetzt halt. Hoppala. Verkehrt. Nein! So. Zack.
Krieg mal hin. Das ist aber, geht aber schnell alles weg. Ich denke mal, das reicht vorerst, oder? Ja. Fürs Erste wird es reichen. Eine Holzwand. So. Nein! Bleib weg. Holla, das wollte ich nicht. Also dreieckige Böden hat es eigentlich nie gegeben, oder? Nee, nicht wirklich. Naja, gut, okay. Soll so sein. Werden wir hier... Was bauen wir? Kiste. Wir werden jetzt alles auslagern, was wir haben. Und dann mache ich mich auf den Weg zurück. Und komme wieder hierher. So, das werden wir jetzt machen. Geh zurück, schlaf. Und komm wieder hierher. 8 habe ich. Und bauen dann hier wieder weiter. So, bis gleich. So Leute, alles hier. Ich habe jetzt ein bisschen gebraucht. Das hat jetzt eine Weile, wirklich eine Weile dauert, weil ich habe hier beim Zurückrennen, wie ich hier war, man dachte, ja, schau, Grabkammer war hier. Und habe hier noch 2 Grabkammern gefunden, ist jetzt auch leer. Habe die noch geklärt und bin jetzt 2-mal hin und her gerannt. Einmal habe ich mich verrennt, bin ich da rumgerannt, statt da, weil ich dem Doofi bin. Aber jetzt habe ich alles hier, dort steht nichts mehr. Es ist alles ausradiert, es bleibt, es ist nichts mehr überblieben. Also, wir haben jetzt alles, was wir brauchen hier. Das heißt, wir bauen jetzt hier noch schnell eine kleine Base auf und dann ist der Part Ende. Ende Gelände, wortwörtlich. Ich habe vorher überlegt, ich würde gerne am Boden das so dreieckig was machen, aber das hat nicht hingehört. 1, 2, 3, 4, 5. So. Machen wir mal hier. Ja, das müsste eigentlich gehen. Machen wir mal hier hin. Ich habe nämlich das Problem ja wieder, dass dann die. Ich kann hier so schräg bauen, aber ich kann eben den Boden nicht so schräg machen. Das ist schade. Hätte ich gern gemacht. Das wird jetzt hier nämlich mein Auspuff. Wortwörtlich. So. Das Holz hat mir was gebracht, dass das Holz wirklich jetzt auch so vermehrt über war. Machen wir so. So, schaut schon mal gut aus. Jetzt haben wir das schwierige Teil. Nein, doch nicht. Manchmal ist es schwierig, das da oben zu platzieren. Ja, genau das. Ist hier alles geerdet? Sehr schön, das machen wir hier zu. Na, es geht zwar nicht um die Schönheit, aber das soll schön sein. So. Der Auspuff nehme ich an. So, was habe ich jetzt noch? Habe ich jetzt noch genug? Ich habe nur das mit, was ich abgerissen habe. Meine Base war ja viel, viel kleiner. Das heißt, ich habe jetzt das Problem, dass wir jetzt langsam die Steine dann auch ausgehen werden. Was ist denn das? Stein. Stein, Stein. Ja. Nehmen wir mit. Auf jeden, my friend. Hello, my friend. Ich sage einfach, hello, my friend. Kann ja nicht auf
Stinkst du, das muss ich so stehen, so. Naja. Fuck, falsch. Schaut ja schon gut aus. Machen wir das auch drauf da? Und Auspuffus Maximalus funktioniert auch schon. Im Normalfall mache ich es nicht so schön, aber weil das ist dann ja. Aber weil es so bleibt. Und dann weiterkommen, machen wir das jetzt schön. Keine Sorge. Nur Konstruktionshilfen. So. Die Frage ist, ob der Auslass groß genug ist. Nö, das staut sich zurück. Jetzt nicht mehr. Aber ich muss sagen, gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Andere Tour. Weg, weg, weg. Warum mir das so nicht gefallen hat? Es ist eine der einfachsten Begründungen, die es gibt, und Standardbegründung von Frauen, wenn du fragst, was los ist oder warum sie was haben wollen. Die Antwort lautet, ist so. Und im Endeffekt dann, deswegen mache ich das jetzt auch so. Warum ich das jetzt umbauen will, ist so. Ach Gott, ich komme da nicht durch. So. So, schaut das jetzt gut aus? Wenn nicht, muss ich es noch ein bisschen erhöhen, aber... Dann kriegt man noch einen höheren Auslass hin. Genau. Ihr habt es richtig erkannt. Man macht es einfach 45 Grad, diese Teile. Dann brauche ich dann das Dach. So, jetzt aber, oder? Ja, das muss reichen. So. Dann bauen wir hier weiter fertig. Zack. Wie gesagt, wir wollen hier noch einziehen in den Part. Mit ein bisschen Überlänge wieder. Es ist manchmal, wie gesagt, die Parts vom Gameplay her sind jetzt nicht alle auf 30 Minuten begrenzt. So. Vor allem, wenn man absichtlich das Farmen, weil es ein bisschen drinnen lässt, damit es halt, weil es halt so ist. Ich habe nehme das meiste Farmen raus. Aber das meiste, weil es falsch gesagt, nicht das meiste. Ich nehme das stupidere Farmen, nehme ich raus. Wenn es wirklich so unnötiger Schaß ist, dann bleibt es weg. Was wir schon tausendmal alle gemacht und gesehen haben. Sehr schön. Der Sonne entgegen. Das heißt, die Frage, brauchen wir das jetzt überhaupt höher noch? Jetzt für den Anfang einmal, für die erste Hitten wird es reichen, sagen wir so. Dann werden wir das hier 45-gradig machen, einfach nur, weil es cooler ausschaut, oder? Machen wir das? Ja, wirkt mächtiger. Dann kriegen wir das hin. Hallo? Geh, well. Das habe ich extra anvisiert.
Oh, komm schon, lass mir noch ein bisschen Holz haben. Nö. Ja, das heißt, wir werden unser Dachel hier sowieso nicht fertig kriegen. Das ist das Einzige, was mich jetzt noch interessiert. Kann ich hier noch ein Bett irgendwie reinpfuschen? Sag mal, was ist mit dem Bauteil da? Ja, danke. Das reicht sogar. Da könnte man noch eine Stütze reinmachen, aber das ist für unser erstes Haus, das ist okay. Wobei, ich bin Vollpfosten. Hätte ich das mit dem gemacht? Geh weiter. Das wäre noch schöner geworden. Okay, komm runter. Jetzt wird es schwierig langsam. Jetzt werden sich dann. Jetzt wird dann alles, was kreucht und fleucht, dann bald daherkommen. Und zumindest versuchen, mir am Arsch zu gehen. Na? Es kann nicht sein, dass das so. Habe ich den einen da so reingelegt? Ja, so schön, jetzt sehe ich nichts mehr. So. Ja, geht noch im Bett. Jetzt halt die Frage, ob ich es benutzen kann. Ja. Jawohl. We did it. We did it. So. Das heißt, wir haben es mal geschafft. So, wie viel habe ich noch? Holz 6. Das ist jetzt nicht recht viel. Ist aber wurscht. Aus. So. Immer Holz fällen. Ich finde ehrlich gesagt, dass die Base ganz hübsch ist. Na? So. Jetzt hier noch den Baumstamm hier im Wasser von vorher.
Sollte mal selber dann einen Baum bauen, dass ich mehr Bäume habe dann. Die gehen uns so ums Sack, die Bäume. Wieso fällt ja immer in Richtung Wasser? Ist das jetzt Herstabschlag? Müssen wir jetzt in die andere Richtung zurückschwenken dann. Na, es gibt's. Der ist schief gestanden, okay, aber du kannst dir sicher sein, dass der andere Baum auch Richtung Wasser fliegt. Oh, geht noch was. Das haben wir jetzt aber nur gemacht, weil ich gesagt habe, dass er darüber fliegt, oder? Wie ist denn das? Wie ist denn das mal mit dem Anbauen gegangen? Ah, da brauchen wir den Rechen, gell? Das ist so nicht gegangen, das war mit dem Rechen. Ja, da. Nee, da brauche ich den Rechen. My fail! My fail. So. Machen wir das Hausdachel fertig zu. Sofern das hinhaut. Aber Leute, ihr könnt es mir ruhig schreiben, was für meine Hütte haltet. Könnt es genauso schreiben. Ist ja was scheiß Basic. Das hätte jeder hinbracht. Ja, wahrscheinlich. Aber ich will nur gerade irgendwie mal mit was leben. Brauche jetzt erstmal was, womit ich mal eine gute Base aufbauen kann. Gier steinmäßig muss ich mal bauen können. Vorher braucht man, finde ich, nicht wirklich so was Genaues machen. Gibt es eigentlich so mitten so ein Spitzel rum? Wie endet denn das da oben jetzt das Ganze? Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon, wie das endet. Ja, ja, wie vermutet. Es endet Arsch. Ich kann jetzt eins raufhauen, aber das... Zufriedenstellend ist was anderes. Wäre in dem Fall jetzt nicht so tragisch, weil im Normalfall sagt man, gut, im Normalfall machst du da den Abzug. Na, ah! Voll Depp jetzt wieder reingekippt. Stege im Feuer. Nee. Na, aber ernsthaft, ich hätte mir schon gedacht, dass das so einen Abschluss umgibt, so einen Horn. Wobei andererseits ist es in dem Spiel ja sowieso nicht wichtig. Ist halt offen. Das meine ich, es regnet ja nicht rein, also. Who cares? So, jetzt kommst du auch mal mit. Da erinnern wir mal eine Werkbank ab. Du auch weg.
Möbel daher. Ah, bitte beanspruchen, sonst habe ich dann ein Problem wieder. Oh, und wir gehen los. Wir beginnen. So, da haben wir irgendwo noch hier eine Ding. Eine leere Kiste. Da war noch eine leere. Ah ja, hier. Ein Bett. Wieso kann ich das Bett hier eigentlich nicht abreißen? Oh. Wurscht, kaputt machen kann man es. So. Tannenzapfen noch hätte, könnte bestimmt mal einen Weihnachtsbaum da rein. Ja, das schaut schon mal gut aus. Wir holen mal jetzt nacheinander unser Klumpert. Wir sind schon pumpvoll. Das heißt, wir nehmen alles mit, was jetzt noch stackt. Da wäre schon der besagte Tannenzapfen. Wichtigere Reh, Federn, Stein. Ich könnte nochmal Essen jetzt ablegen. Ich habe zu viel Essen auf jeden Fall. Na, die Feuerpfeile brauchen wir ja auch nicht unbedingt. So. Das. Fackel. Passt. Da haben wir das Unnötige rein. Den Kopf. Das. Ja, Rohfleisch. Ja, egal. Ich habe ein bisschen viel Essen mit. Ehrlich gesagt. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass wir die alte Rüstung schon slayen können. Aber ich will das jetzt nicht überhasten. Man hat nämlich dann manchmal ja das Problem, dass man dann doch... Scheiße, das brauche ich ja doch noch. Wo ist weg? Nö. Mache ich jetzt nicht unbedingt. Lass mal da oben rein. Das sind die Sörtling. Auch eher was nicht nützliches, dass das alles. So. Da was gehört. So. Alles drüber. Weg. Da rein. Weg, weg. So. Geschafft, wir haben's. Die Tür zu. Ziemlich mich alle gern da draußen. Legt's mich doch am Arsch. So, danke für den Tipp mit dem zweiten. Das funktioniert nämlich auch recht gut. Was haben wir das? Das, das. 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 Das fällt schon wieder unter unnötig. Das brauche ich jetzt nämlich gerade nicht. Ja. Gut, wir sind herin. Wir sind soweit fertig. Wir haben alles. So. Nur geschwind das.
Zeug da mitnehmen. Und jetzt geschwind unser Fleisch da raus, sonst haben wir ein Problem. So, dann. Ist nicht perfekt alles, aber es ist jetzt auch nicht so schlecht. So. Dann werden wir hier, wenn da das Ding ist, können wir auf der Seite ja eigentlich nochmal ausbauen. Kurz. Sagen wir mal so, geht sich das mit dem Sörtling und mit allem aus, dass ich da hier das Ding aufbaue? Den hier? 20 Stein? Der wird zu viel vermutlicherweise. Ich wollte das mit einbauen gerade, aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu heftig. Wir lassen das jetzt mal im Freien, dann kann es auch mal ein bisschen dahin rufen. Na, schaut gut aus. So, 8 Ebenen. Und wenn ich dann doch das irgendwie... Mann, ihr kennt das sicher. Sowas lasst einem keine Ruhe. Man will das dann, will das dann einfach so haben, wie man sich's vorstellt. Und genau das. Ein Versuch. Wie viel Abteilungen gibt es denn da gerade? 1, 2, 3, 4. Okay. Ich meine, das geht. Das kann man machen, aber das... Machen wir's? Kommt da nämlich nicht ganz hin, dann muss man das zweimal setzen.
Muss ich schon das? Das ist ja prinzipiell nicht das Problem, aber. Aber jetzt auch nicht die schöne Feine. So. Genau, die auch. Da steckt es innere an und passt. Dann können wir nämlich hier aufreißen. Eine Tür reinmachen. Und sind eigentlich schon wieder in unserem eigenen Hof. Mit unseren eigenen Geräten. Wo füllt man da was ein? Gut, ist eigentlich völlig blunzen, was man wo einfällt. Eigentlich ist die Frage für den Arsch. So. Den Meiler, der dezent Platz braucht. Das ist ein Wahnsinn. Das ist so ein Wahnsinnsgerät, wirklich. Kommen wir noch so besser ran. So, wir sind hier. Wir können hier so Kohle meilern. Das ist Nebel Wickets Bett. So, jetzt gehen wir noch einmal abhacken und dann sind wir soweit. Dann haben wir alles jetzt umverfrachtet. Wir können jetzt, ich sage, dass es ein bisschen länger dauert, aber das macht ja nichts. Wir haben, das manchmal ist es schön, sowas so zu schauen, wie es entsteht. Und wir hätten das auch ins Innere. Wir werden das da, beim nächsten Mal dann ins Innere auf jeden Fall auch verfrachten. Also. Dann werden wir einfach ausbauen das Ganze und das geht schon. Aber beim Größeren dann. Kannst du bitte da bleiben? Es ist so lästig, aber es ist der letzte Baum, der da war. So, und jetzt geht's dann ans Kupfer suchen. Also weit so gut, würde ich mal sagen. Das schaut nämlich echt cool aus. Echt, echt cool, muss ich schon sagen. Gefällt mir wirklich gut. Haben wir schön gemacht. Können wir nämlich hier den da Arm einharzen, aber eigentlich so. Dann holen wir sich hier irgendwo das Kupfer. Das ist richtig geschossen. Dann hauen wir gleich mal die Kohle rein. Die ganze, wenn wir sie brauchen. Gut aus, ja. Gut. Was mich darin wieder stört, ist das, was mich sonst auch immer stört, dass es ist ein bisschen finster.
Dagegen kann man aber was tun. Nur leider noch nicht in dem so gern, wie ich das würde. Das dauert nämlich noch ein bisschen. Jetzt habe ich alles... Ach, verharzt. Jetzt... Na. Ja, da verarsch mich jetzt nicht. Ernsthaft. Wirklich. Also damit habe jetzt auch keiner gerechnet. Wird das alles so prickeln? Gleich bleib halt zu Hause. Mach halt blau. Na, sehr schön, haben wir alles. Kohle können wir wieder wie Sau da einfüllen. Wir hat noch 5 drin. Na, brauchen wir eh noch. So, heißt für mich so viel wie: Wir haben soweit alles mal gedealt. We did it. Nö, wir haben nicht alles. Aber das machen wir im nächsten Part. So. Grundlegende Überlebensoptionen erledigt. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber like, comment, nichts vergessen. Bis dann und ciao.